Er möchte denn den kleinen T-Rex imprinten. Oh, ich würde auch gerne mal was imprinten. Klappt euch drum. Er ist auf jeden Fall im Kühlschrank und schlüpft ganz bald. Nein. Wenn man ihn hinlegt. Ja, hab ich auch mal was imprinten? Ja, da ist es halt ein Gammelrex, ja? Nur so nebenbei. Achso. Nicht die guten. Ich würde gerne mit dem Vogel imprinten. Mit was habt ihr denn gemischt? Mit dem 170er Rex, den ich mal gezähmt habe. Also der kann keine 8000 Leben haben, oder was? Könnte. Hat nur eine Chance. Ah, da muss man jetzt warten, bis das Ei ausgebrütet ist, oder was? Richtig. Dann muss der gelbe Balken leer sein? Ja. Okay. Zum Imprinten muss ich einfach nur, wen er als erstes sieht, oder? Nö, er muss einfach, wer als erstes E drückt. Okay. Aber passt auf, dass die Tours nicht an sind, ne? Mhm. Und Fleisch brauche ich, ne? Ja. Das Ei kann man ja auch essen, ne? Ja. Erinnerungen kommen hoch. Beim zweimal, glaube ich, ne? Ja. War das eigentlich ein Giga? Ne, es war ein T-Rex-Ei gewesen, kein Giga-Ei. Ja, ich glaube schon. Wir sind reich an Raketen. Und an Turret Money. Hätten eigentlich meine Mastercraft-Pistole geklaut. Die ist, glaube ich, in dem oberen Schrank im Ordner Pistolen. Oberen Schrank? Mhm. Also den oberen Waffenschrank. Also wir haben einen unteren Waffenschrank und einen oberen Waffenschrank. Einen Schrank für, wo jeder einen Ordner hat und einen Ausrüstungsschrank. Und da. Geta. Ja. Haben wir eigentlich noch solche Stäbe? Ich hätte eigentlich gedacht, im Schaf ist ja noch einer drin. Oh. Hier. Okay. Müssen wir dann später nochmal duellieren. Ich frag mich, wer das jetzt war. Was stehst du denn jetzt noch hier rumladen? Ja, als nicht, dass doch ein Turret hier durch die Wand schießt. Weißt du, damit ich die Kugel mit meinem Körper auffangen kann. Willst du noch, wenn das Baby rauskommt, erstmal E drücken. Nein. Oder linke Maustaste. Warte. Mit Raketenwerfer gleich noch, ne? Mit Raketenwerfer in der Hand. Er kommt. Gleich raus. Ja, noch ein kleiner Bubsel. Ich meine, theoretisch, wenn er von Knäuschen die Stats hat, dann könnte er ja ziemlich geil werden, so. Hm, ja, aber der 179er Rex ist eigentlich auch nicht gar nicht so schlecht. Hm. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Oh, das noch eins, warte, lass mich da hin. Jo. Hast du? Ist zwei rausgekommen? Also meiner hat 7920 Leben. Und 240 cool. Milli-Damage mit dem Printen und so. Das ist okay. Wie viel Leben hat deiner? 8000, also 7900. Ja, meiner auch. Das ist doch der gute Wert, oder? Das ist der Knäuschenwert, ja. Und es sind Zwillinge. Jo, wir haben übrigens Zwillinge bekommen. Wir zusammen, du und Lars. Ich meine Glückwünsche. Für euch. Kann ja nur was Gutes bei rauskommen. Hm. Ein Rex bei einer Keule. Aber der eine wird auf jeden Fall kein Pilot. Und der andere wird kein Raketenwerferschütze. Definitiv nicht. Lass ihn mal ein bisschen auseinanderziehen hier. Ich weiß immer nicht, welchen ich gerade fütter. Jo, lauf einfach. Ich lauf mal. Wo läufst du? Du läufst da, ich lauf in die andere Richtung. Ach du Scheiße, es steckt in der Tür drin. Brian. Sorry. Ich hab extra auf alles eine alte gestellt. Das ist doch ein Ding. Ja,
Ah, meiner ist deutlich schöner. So. Mal gucken, welcher am Ende bessere Stats hat, Laden. Können wir Competition machen. Jawoll. Ja, wobei, eigentlich fände ich es ja ganz gut, wenn du meinen mitfüttern würdest. Dann könntest du die Competition ja easy gewinnen, indem du den einfach verhungern lässt. Das wird sehr zutrauen. Oh, ich hab hier ein C4 fallen lassen. Was ist sowas? Das ist mir noch nie passiert. Greta? Ja? Den Preserving Bin, brauchen wir den? Ja. Kann man das auch anders lösen? Ja. Na klar. Wie denn? Kannst du den einfach woanders hinstellen. Okay. Der geht mich nämlich schon ein bisschen länger auf den Geist. Ja, klar. Können wir noch mehr Babys machen? Ja, ich glaube. Dafür müsstest du mal rausgehen, in die Welt gehen. Also mehr Rex-Babys. Rex weiß ich nicht, ne. Es dauert halt echt lange. Also bis die neue Babys machen können, dauert es über einen Tag. Das Coole ist, die beiden sind Female Male. Echt? Sind zwei raus? Sind zwei, ja, raus. Zwillinge. Mhm. Das haben Zwillinge cool. So an sich, Greta. Ja, ich habe gerade nicht zugehört, weil ich war aber gerade beschäftigt. Ja, ja. Dachte, ja, ich erklär's dir lieber nochmal. Da, was ich gegen hab? Weil das immer so sympathisch ist. Was ist denn da liegen? Oh, jetzt hängt sich schon wieder aneinander. Mann, kannst du deinen mal unter Kontrolle bringen? Was ist das doch mal? Ja, ein Level 108er. Oh nice. Oh. Sei mal froh an, dass es kein Intelligenzattribut gibt bei den Dinos. Ja. Verstehe ich nicht. Schnappi? Was war das denn mal? Ich weiß gar nicht. Achso, diese im Sumpf. Also ich hätte bestimmt einen Intelligenzwert von mindestens 51. Das ist der IQ, um den Reflex haben zu atmen. Guck mal, meiner heißt jetzt Baby, besser als Lan seiner. So. Dann sind es aber zwei einige Zwillinge. Ah, sieh dir, mach keinen Kampfschaf draus. Hui. Es ist halt einfach niedlich, das Schaf. Hui. Auf einmal wenn sie noch diese T-Rex rumtollen, Alter. Du musst Rendering ist bei dir noch an, Lan. Ich mach's mal aus. Nee. Rendering ist aus. Ich hatte es gerade noch angehabt. Ah, okay. Dann ist es rausgelaufen, jetzt will ich es wieder reinziehen. Mhm. Ja, ich glaube, das Schaf von Sidi hat es ganz wuschig gemacht. Oh, ein T-Rex mit Pelz. Genau. Das war hier, ne? Das schon. Mahlzeit, ne? Weißt du? Ja. Okay, so, ich mach nochmal Snow Cave. Ah ne, ist ja gleich Pause, ne? Oh, gut, dann mach ich nicht nochmal Snow Cave. Oh, hab ich gerade eben jemand Bossfight gestartet? Nö, ich hab nichts gehört. Ja, nichts gehört. Gerade war doch. Cent, ja. Doch. Wie heißt denn jetzt deine? Oh, ist besser. Was? Besser Rocher als wie Wien. Oh, bist du dumm. Mit Absicht. Nee, hier. Komm, wir chatten über die Dino-Namen. Das wird lustig. Was kommt jetzt bei dir? Was würden die zwei Dinos nicht unterhalten, ne? Beinahe dümmer du bist. Ach. Ach, Schnauze. So, gut. Ja, ich hau mal den ganzen Tech-Zeug mal rein. Wir müssen unbedingt den T-Rex-Sattel freischalten. Ach, Schnauze kann da bestimmt gut mit umgehen. Denke ich. Ich würde übrigens heute die Session nicht allzu lange machen, ne? Also meinetwegen können wir heute 22:30 Schluss machen. Okay. Ich fahre heute, glaube ich, also ihr könnt jetzt schon ins Bett fallen. Ich hab Bock, aber ich bin müde. Hast du schlecht geschlafen? Nee, aber nicht viel geschlafen. Ich habe irgendwie noch Horizon zu Ende aufgenommen. Dann noch Mass Effect aufgenommen, produziert, dann arg alle Folgen produziert.
Ah, das ist ja fein. So, wir haben einmal Baby Doof und Baby Cool. Ja, und natürlich der, wo vom Beam imprinted ist, heißt Baby Doof. Alles andere. André. Na gut, was hab ich erwartet? Was denn? Guck mal. Hinter dir. Ja. Und ihr sollt mir helfen. Ist weg. Danke. Ist denn los? Peach. Oh, hey, Glücksbärchen. Oh, hier ist ja noch mehr Muni. Ich bin auch schon am Ausladen. André weiß gar nicht wohin. Und? Oh, die Safes sind gleich alle voll. Also Advanced Muni verteile ich gleich auf die Tullen. Tore. Wieso bauen wir nicht einfach noch ein paar Safes einfach hier aus? Ja. Wir müssen ja noch nicht mehr. André, der will nicht so viel der Ordnung. Also Schnäppchen steht jetzt in der Base. Ah, unser neuer Barrio, oder? Mhm. Sehr schön. Das machst du gut, Greta. Das ist toll. Danke. Erstes Lob ging heute an Greta. Yay, ein Lob. Yeah. Ich bin auch Lob. Oh Mann. Muss ich ein bisschen mehr anstrengen, ne? Ah, guck mal, in Slow-Mo sieht meiner viel cooler aus als deins. Ach, Slow-Mo. Also, meiner steht gerade, deiner hat so, so Gleichgewichtsstörung. Ich glaube, deiner ist ein bisschen behindert. Aber die Action vorhin fand ich echt cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich bin nackig und spring durch die Base. Die selber in die Luft springen waren total lustig. Aber wie ich es halt echt überlebt habe, ne? Ey, ja, krass. War bei mir genauso, ja. Ja, ich glaube nicht mal, dass es Steine waren. Ich glaube, die Turrets haben noch trotzdem auf mich geschossen. Ja, wahrscheinlich. So, okay. Auf einer Band. Hoffentlich hat er es jetzt aufgenommen, eigentlich. Hoffentlich. Von der Lupinenbande schreibt einer gerade im Chat, toll, jetzt hat einer von uns J gedrückt. Was ist ein J? Alle kommen zu einem. Alle Tiere. Als Ende von Horizon Bugs, übelst nice. Alles, so, hab's jetzt durch. Mir hat das auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Schöne Geschichte. Jo. Ist vor allem, das ist angenehm, das hab ich dann noch am Ende, sag ich das dann nochmal von dem Let's Play, so, das ist ein neues Franchise, so, ne, also mal, was komplett Neues. Eine gute Idee, ist auch gut umgesetzt. Gibt's nicht viel, wo man meckern kann, so. Eigentlich ist es ein Mix, ne, irgendwie, aber ein guter. Ja, aber die Grundidee, so, vom mit dem Gameplay und mit der Geschichte und dieses Zusammenwürfeln von dem Tech-Zeug und trotzdem diese idyllische Fantasy-Gedöns und so. Ja, ist so ein richtig, richtig gelungener Mix. Und da auch einen Schritt weiter zu gehen, als zum Beispiel jetzt bei Terminator oder so, weißt du, so, das... Und die Tiere, die sind halt ultra detailliert, ne? Ja. So, okay. Ich mach dann wahrscheinlich gleich wieder... Ah, oh, shit, ich hab keinen Scuba mehr, ne? Weil sonst hätte ich immer schwarze Perlen gefarmt. Ah, nee, lass ich. Nee. Du kannst dich auch entbuggen, ne? Du in den ganzen Wölfen stehst. Wie denn? Du nimmst einen Raketenwerfer und ziehst du deine Füße. Ja, da bin ich auch. Dann bist du zwar tot, aber bist du trotzdem braun. Okay. Ja, was soll ich denn dazu sagen, sie dir? Also hier könnt ihr Farben, kann ich mal so eine Farbenbestellliste machen? Kannst da mal gucken in die beiden Farbenschränke. Müsste eigentlich alles da sein, ja. Die Farben? Die Farbenschränke meinst du? Die farbigen unten. Und? Ja, muss aufpassen, der eine, das sind nicht mal Pinsel drin, ne? In dem anderen ist ein Pinsel. Wird halt immer. Da sind Steine drin! Ja, die wollte ich nämlich gerade sagen, musst aufpassen, einzelne Steine drin.
So gut. Sidia? Ja, egal, warte mal. Soll ich mal dein Edward umfärben? Oder soll ich erst Pechvogel? Ah, nee, Pechvogel. Wenn's Tarnfarben sind, die es ist Tarnfarben, passen. Es ist sogar, heißt sogar irgendwie Camouflage oder so. Na, dann mach. Ich sehe deswegen im Chatfenster nicht. Warte mal, nee, ich muss hier trinken. Das heißt, es ist Forest. Ich brauche 280, ich brauche Forest und Tan. Die sind da nicht drin? Nee, es war jetzt eher so an Sidia gerichtet. Ich hol es mir gleich. Kann man die Babys schon umfärben? Ich glaube schon. Oh, das Schaf würde ich auch gerne umfärben. Ich habe übrigens so Dirty Kuros, wenn wir mal einen haben. Muss man Bescheid geben. Da habe ich ein Template runtergeladen, dann sieht er aus wie ein Pokéball. Das freut der Ryan. Ja. Wir haben sogar einen. Wir haben einen? Ich habe vorhin einen gezähmt. Ich weiß gar nicht genau, wo der steht. Ja, komm, ich mach mal einen Pokéball draus. Mach mal. Brauche ich rot. Dann wahrscheinlich weiß. Und was ist in schwarz? Was ist noch Pokéball? Blau. Ja, schwarz ist auch ganz gut. Blau? Nee, kann weiß, der rot. So, hier so Tan braucht dich. Und Forest. So, okay, ich mach erstmal dir seinen Vogel. Beziehungsweise meinen werde ich wahrscheinlich auch so färben. Also Pechvogel ist jetzt Edward und Edward ist Pechvogel, ne? Mal gucken, wenn man das wieder ändert. Nice. Jetzt. So seht ihr. Das sieht dann ein bisschen aus wie ein Panzer. Ich komme hin. Das war das einzige Template, was ich gefunden habe. Und das sah aber echt gut aus. Also, wenn man das so mit anderen Templates vergleicht, ist ziemlich cool. Oder? Ist Töfte. Ja, ist halt Camouflage so. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. Warte mal, wo sind der andere Vogel? Den muss ich dann auch gleich noch machen. Kannst du. Den Sattel. Also, auch an die Zuschauer, wenn ihr mal Bock habt, coole Templates zu machen, so, ne? Macht mal welche. Gebt mir Bescheid, so. Die baue ich gerne ins Let's Play ein. Das Ding ist nämlich, dass auf den gängigen Seiten die Leute, die machen kaum noch Templates, die sind alle voll geworden. Macht man die eigentlich? Einfach nur ein Dino anmalen und dann kann man das speichern? Ja, und du kannst wahrscheinlich auch mit Paint oder halt mit etwas anderen Malprogrammen da was erstellen als Datei irgendwie. Geht bestimmt auch, schätze ich. Ja. Hatte ich ja damals schon mal gemacht. Hast du nicht? Vogelfrei, jetzt habe ich vogelfrei bemalt und nicht Edward. Na egal. So, gut. Wo ist denn der Dirty Kurs? Ja, bei mir, genau. Sag mal, hast du die ganze grüne Farbe genommen? Die dunkelgrüne? Ja. Ich meine, ich brauche noch Silber. Aber ich kann die gleich wieder zurücklegen. Ich hab einfach nur alles eingesteckt. Wie viel Movement Speed braucht denn so ein Baryonyx? Puh. Ja, so 180 mindestens. Ja. Also am besten so viel wie möglich eigentlich. Erstmal 2-3 Punkte in Weight. Bisschen Stamina und dann noch auf Movement Speed. Wie viel Rate braucht er denn? Ja, so 500. Ja, der hatte 1000. Nee. Oder mehr? Diese Barrio-Dinger, die brauchen eher so Richtung 2000. Achso, ja, weil du musst dann noch was mitnehmen, ne? Ja. Die brauchen wir ja vor allem wegen schwarzen Perlen. Oh nein! Stell deinen Grabstein auf. Ja, lass das okay. Laden machen. Jo, no, ein Rex, ein Twig. Wahrscheinlich stirbt dann auch gleich noch Mail. Und dann noch M-Mail und Nepa-Mail. So, lass mal aus dem Dirty-Kurus einen Pokéball machen, ich glaub, es klappt. Beim heißt aussieht. Der auch noch Kleinstein, ne? Was? Ich hab da eben Silber eingesteckt. Oh Mann, das müssen wir mal zurücklaufen. Vielleicht hast du alles aufgebraucht. What? Ich habe einfach mal noch sämtliche von Ark Fragezeichen Staffel 3 noch alle T-Rex Templates im Ordner. Red Stripes, komm, ab geht's. Aber wenn die klein sind, da braucht man nicht so viel Farbe, das ist super. Und wenn der ausgewachsen ist, wie so ein Tattoo. Voll zerrissen. Oh, wie sieht das ungesund aus. Ich glaube, das ändere ich wieder. Ah, das ist trotzdem schöner als mit dir lang. So, okay, warte mal, Dirty Kuros, mal gucken, wie der dann aussieht. Pokéball!
aber wir müssen den Sattel wieder abnehmen. So, oh, da kommt's. So, wenn ich meinen Sattel ab. Boah, von der Seite. Wo seid ihr? Der geht aber zu beiden Seiten auf, der Pokéball. Oh, Pokéball. Nice. Das ist gut.